Hallo, liebe Leute. B1 ist nicht A2. Das mag jetzt sehr einleuchtend klingen. Was ich damit meine, möchte ich euch jetzt erklären. Während es bei der A2-Prüfung noch ausschließlich um elementare Sprachbeherrschung in Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung, zum Beispiel Familie, die eigene Person, Arbeit geht, ist bei der B1-Prüfung ferner eine breitere und detailliertere Auseinandersetzung mit der Sprache wichtig. Leider versuchen manche Studenten zur B1-Prüfung anzutreten, ohne aktiv an einem B1-Kurs teilgenommen zu haben oder ohne ausreichende eigene Erfahrungen mit der deutschen Sprache. Um gut vorbereitet zu sein, musst du dich mit deutschsprachigen Texten auseinandersetzen, das heißt regelmäßig lesen, deutschsprachige Texte, Nachrichten anhören bzw. Filme ansehen, in Gesprächen in deutscher Sprache dich beteiligen und auch mehrere Briefe, E-Mails auf Deutsch schreiben, sonst hast du keine Chance. Wenn du B1 bestehen willst, musst du auch A1 und A2 sehr gut beherrschen. Deshalb gehen wir für dich in der Zusammenfassung der Tipps auch auf typische Textsorten der Niveaus A1 und A2 ein. Folgende Lerntipps sind allgemein und vielleicht unvollständig. Natürlich können wir nicht auf alle Aufgabentypen in sämtlichen Prüfungsvarianten eingehen. Wir haben uns auf das beschränkt, was uns am wichtigsten erscheint. Wir fangen an mit dem Bereich Hören. Hallo Markus, hallo Tom, du kommst du nächsten Freitag zu meiner Geburtstagsparty? Hallo Laura, hier spricht Lukas. Wir treffen uns heute um 8 Uhr vor dem Kino. Soll ich die Karten online bestellen oder hast du das bereits organisiert? Bitte gib mir kurz Bescheid. Bis später. Danke und ciao. Sehr geehrte Fahrgäste, der Railjet von Salzburg Hauptbahnhof nach Wien Hauptbahnhof mit Planabfahrt 16:08 hat heute leider 23 Minuten Verspätung. Kannst du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ja, gerne. Soll ich dir die Übung noch einmal erklären? Wir kommen hiermit zu unseren Tipps für Radiohörer. Um 18 Uhr findet heute das große Meisterschaftsendspiel statt. In der Stadt ist deshalb mit großen Staus zu rechnen. Wir haben 5 Passanten nach ihrer Meinung gefragt und unterschiedliche Antworten zum Thema des Tages erhalten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie heute ganz herzlich zu meinem Vortrag begrüßen. Was wollen wir denn heute zu Abend essen, mein Schatz? Oh, das ist eine gute Frage. Warte mal, ich schaue schnell auf die Einkaufsliste. Also ich möchte schon sagen, dass ich grundsätzlich der Meinung meines Vorredners bin. Trotzdem bleibt die wesentliche Frage offen, ob wir in Zukunft nicht anders an das Problem herangehen sollen. Lesen bildet. Dieser Spruch ist bereits Kulturgut und nicht zuletzt ist der Deutsch die Sprache der Dichter und Denker. Selbstverständlicherweise ist das Lesen auch ein wichtiger Bestandteil im Alltag und auch im Deutschtest. Und als motivierter Vielleser haben Sie einen klaren Vorteil. Wer viel liest, wird nicht nur viele neue Wörter kennenlernen und besser verstehen, sondern verbessert automatisch auch Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck und den Schreibstil. Wo finden Sie aber jetzt interessante, geeignete Texte zur Vorbereitung auf die Deutschprüfung? Nicht nur in den Deutschbüchern. Lesen Sie Bücher, die Ihren Interessen entsprechen. Darunter kann natürlich auch das Deutschbuch gehören, sollte es vielleicht ein bisschen, ja? Lesen Sie ab und zu deutschsprachige Zeitungen, besonders auch Inserate und Magazine. Als Anfänger achten Sie besonders auf Hinweistafeln, Mitteilungen und Aushänge im Alltag. Halten Sie die Augen offen, auf der Straße, in der Stadt, im Supermarkt, beim Einkaufen und am Bahnhof. Dort überall begegnen Ihnen interessante Texte, die auch zur Prüfungsvorbereitung dienen können, die Sie fotografieren können oder abschreiben und dann online stellen, mit Freunden teilen, kommentieren,
So ergibt sich eine spannende Kooperation und die ideale Vorbereitung auf die Deutschprüfung Modul Lesen. Kommen wir nun zu den speziellen Textsorten, mit denen Sie sich auf die Prüfung vorbereiten können. Auf dem Niveau A1 Kurznotizen, Hinweisschilder, Aushänge. Auf den Niveaus A1 und A2 Kleinanzeigen. Auf dem Niveau A2 Hinweistafeln. Auf den Niveaus A2 und B1 E-Mails. Zeitungsartikel. Auf dem Niveau B1 Anzeigen. Schriftliche Anweisungen und Blogbeiträge wie zum Beispiel auf german-deutsch.com. Tipps zur schriftlichen Prüfung B1. Wiederhole sämtliche Redemittel, die du bereits gelernt hast, zum Beispiel Höflichkeitsformeln. Lies dir Musterbriefe zu allen relevanten Themen durch und merke dir gute Satzanfänge sowie gebräuchliche Phrasen. Bei Briefen darfst du nicht die korrekte Anrede formell sehr geehrte, sehr geehrter, informell liebe, lieber und Grußformel mit freundlichen Grüßen bzw. liebe Grüße vergessen. Lies die Angaben genau durch und geh dabei in deinem Text auf jeden Punkt ein. Verbinde Einzelelemente, Sätze mit den passenden Konnektoren. Wiederhole zu diesem Zweck alle Konnektoren, die du bisher gelernt hast. Achte dabei auf die richtige Satzstruktur bzw. auch Position der Verben. Wiederhole die gesamte Grammatik, die Rechtschreibregeln und den Grundwortschatz von A1 bis B1. Auch die Zeichensetzung sollte möglichst exakt sein. Wenn du bei komplexeren Themen noch Fehler machst, ist das kein Problem. Wichtig ist, dass du dich verständlich ausdrückst und mit Hilfe von eigenen Umschreibungen über die Themen deines Alltags schreiben kannst. Tipps zur mündlichen Prüfung B1. Übe bei jeder Gelegenheit, auch im Alltag, wie man sich richtig vorstellt. Bereite eine detaillierte Kurzbiografie vor. Schreibe die wichtigsten Punkte zu deiner Selbstvorstellung auf. Notiere die wichtigsten Fragen, die man dir bei der Prüfung stellen könnte, und wiederhole sie. Übe mit Fotos, wie man Bilder beschreiben kann. Bereite die passenden Satzanfänge und Redemittel vor. Überlege dir, was die Hauptinhalte der Übungsbilder sind, und sprich mit Freunden über die Themen und deine Erfahrungen dazu. Diskutiere regelmäßig mit deinen Freunden und berichte über deine Pläne, Ideen, Meinungen und mache Vorschläge. Hör auch aufmerksam zu, was deine Freunde sagen, damit du spontan reagieren kannst. Zur Sprache: Übe eine deutliche und möglichst klare Aussprache in Gesprächen mit Freunden, mit Hilfe eines Aufnahmegeräts oder vom Spiegel. Höre dir Muttersprachler genau an. Sprich in kompletten Sätzen. Kurze Pausen, um nachzudenken, und kleine Fehler, die du selbst korrigierst, sind in Ordnung. Wiederhole die gesamte Grammatik und den Grundwortschatz von A1 bis B1. Wenn du bei komplexeren Sachverhalten oder wenig vertrauten Themen, Situationen noch Fehler machst, ist das kein Problem. Wichtig ist, dass du dich verständlich ausdrückst.